hab halt die Jungsklasse. Einer muss es toll sein, Roman. Partie. Der Mann, der seit 2005 im Motorsport mit dabei ist und durch die NSU im Allgemeinen dazu kam. Ja, dann der führende Mann im Augenblick, der Mensch von 2016, der Mensch im KWR NSU. Ja, im Lauf dieses Pfingstwochenendes noch genügend Gelegenheit zu sprechen. Willkommen zum Trainingsauftakt, nicht mit der technischen Feinheiten hier langweilen. Sondern euch wird auch mit dem Spaß passieren. Die Autos, die wir erleben, das nächste Mal Walter Vogt auf dem 16-Ventiler. Natürlich und auch der dritte Rang, den er sich vor Wochenfrist in Eschdorf in Luxemburg holen konnte. Nikolaus Winzen im BMW lange dauern, dann haben wir auch die ersten Zeiten aus dem Bereich des NSU Bergpokals. Wird auch Alexander Bullmann gewinnt sein müsste. Dann gibt es 13 Flieger, die einen kleinen Unfall, kleiner Ausrutscher in Schotten, auf dem Platz 4 dann in Eschdorf. Ja, das ist der erste, das ist ein 4 kleinen, aber sehr, sehr feinen Vierzylinder. Ja, und dann der bisher neunfache Gesamtsieger. Jetzt hier eine erste Messlatte, eine erste Richtzeit setzen. Nicht nur im Bereich des NSU Bergpokals, sondern auch im Bereich der Verbindung. Und E1, dann Mike Vogel mit der 514. Thank you.
Jochen Hofmann, 1 Minute 17 dieses Mal. Dann Alexander Vollmann,